Hallo und herzlich willkommen zurück bei Project Let's Plays und nach weiteren Folge Dishonored 2 auf niedrigem Chaos-Faktor. Ja, wir gehen jetzt los mit der Dreadful Way Richtung Kanaka auf der Insel Sakonos. Gehen wir. Okay. Ah, scheiße. Chaos-Faktor gering. Das ist ja das Ziel, was wir eigentlich haben wollten. Wir haben jetzt schon mal keinen Zivilisten getötet, keine Gegner getötet, also keinen getötet. Also ich habe niemanden gekillt. Schleichen, wir haben null Alarme ausgelöst. Eine Leiche wurde entdeckt. Das ist aber jetzt auch ein bisschen komisch. Entdeckungen 2. Also in dem Fall war das einmal in dem Raum da, wo der mich kurz entdeckt hat, und einmal der eine da gegen Ende. Also müssen wir noch ein bisschen vorsichtiger sein. Gut, war jetzt ist niedriger Chaos-Faktor, aber ich will Schleichen auch am liebsten auf 100% haben. Den Drucker vom Herrn seiner Besagenten beschützt, ja, Reichtum des Reichs, Gold aus der Nordrhein-Westfalen Schutzraum geplündert, Ramseys Schatz, Mortimer Ramsey im Schatzraum eingesperrt mit einem Goldschatz sowie Nahrung und Wasser für einen Monat. Wir sehen hier, wir sind recht ganz rechts, aber das Schleichen passt mir noch nicht so ganz. Es gibt 4 Zonen, wie immer. Am geilsten, was ich vielleicht auch noch machen möchte, ist diese Zone hier. Tödlich, aber im Schleichmodus. Die Zone verstehe ich sowieso nicht. Nicht tödlich, aber Angriff. Das raff ich nicht. Kann man mir gerade einen Knüppel in die Hand geben und dann passt es schon. Ja, jetzt ruft mich eh erstmal der Outsider wieder. Denke ich mal. Was ist das nur? Es fühlt sich irgendwie vertraut an. Und ich drehe mich jetzt um. Oh mein Gott! Vertraute endlose Kälte. Das Nichts. Jetzt. Wo bist du? Warum zeigst du dich nicht? Corvo, alter Freund. Soll ich es wirklich sagen? Die nächste Kaiserin verloren? Delilah war erst ein Werkzeug. Doch jetzt hat sie den Thron. Vor 15 Jahren hätte dich Daud vor ihr warnen können, wenn du ihn gefragt hättest. Aber du hattest ja keine Zeit. Zeiten ändern sich, Corvo. Und du hast die dunklen Ecken der Welt ignoriert. Vielleicht hat dich das Palastleben weich gemacht. Wenn man einen Mann weit über seine Grenzen hinaustreibt, zerbricht ihn? Was ist, wenn er nach Hause gehen will? Vielleicht weißt du bald, wie es ist, eine Kaiserin zu töten. Auch das hätte dir Daud sagen können. Ja, ein kleines Story-Feedback. Wir wissen ja aus dem DLCs, aus dem Dishonored 1 DLCs, wissen wir ja, dass im Prinzip Daud ja verschiedene Möglichkeiten hatte, die Delilah zu besiegen, einmal halt um die Ecke zu bringen oder in das Gemälde einzusperren. Die Story geht jetzt demnach in Richtung, dass sie in das Gemälde eingesperrt wurde ist und Daud das im Prinzip erledigt hat. Corvo hat ihn natürlich dann nicht gefragt gegen Ende. Aber er hat ja Daud laufen lassen, sozusagen. Jetzt stehen wir halt wieder vor der Ding. Der Entscheidung, sollen wir das Zeichen des Outsiders annehmen oder keine Kräfte? Das ist natürlich noch extrem schwieriger. Also ich werde mal wieder die Kräfte einsetzen, also die Kräfte mir nehmen. Weil das ist halt einfach, es gehört einfach zum Spiel dazu. Und sie sind sehr hilfreich, aber ich werde nicht alle Kräfte brauchen. Also nehmen wir die Kräfte an. Es ist wie damals. Das Nichts. Es war hier die ganze Zeit. Hätte nie gedacht, nochmal hier zu landen. Ist genauso gut wie damals. Thank you.
Jetzt rette ich Emily und hol ihren Thron zurück. Ah, das ist die Leiche von Boyle, die wir entdeckt haben. Die, wo ich in der ersten Serie nicht entdeckt habe. Ich war hier schon mal. Lange her und vieles geschehen. Aber auch dem Echo meiner selbst tut es gut, dass du hier bist. Jessamine, selbst wenn ich nur noch dein letztes Echo höre, ist das genug. Nur ein Relikt meiner Essenz, die noch bei dir weilt. Wie sehr ich mich danach sehne, dich in meine Arme nehmen zu können. Doch höre mein Angebot, Geschenk und Fluch zugleich. Rufe mich zu deiner Hand und ich werde dich führen. Hier stehen keine Sterne am Himmel. Es gibt keinen Himmel. So, dann tun wir den Teleporter mal wieder auf die 2 lenken. Der stöhnt so komisch. Ah, ich muss mal das Herz ausrüsten. Wir sollten nicht hier sein. Niemand sollte das. In Tausenden von Jahren haben nur wenige diesen Ort gesehen. 2 waren Kaiserinnen. Wer ist Delilah wirklich? Jessamines Schwester? Mit dem Outsider-Zeichen? Das sind meine Gegner, die ich ausschalten muss. Am besten untödlich. So wie Delilah. Ich habe sie aus Blut und Dreck emporsteigen sehen, bis sie schließlich von den weisesten Gelehrten des Reiches stehlen konnte. Ehrgeiz und Überleben, Kunst und Magie, mit einer Raffinesse, die alle um sie zu Kriechern macht. Das Ende hast du ja am Dunwall Tower selbst erlebt. Delilah spielt ein langes Spiel. Sie hat jede erdenkliche Qual erlitten und hat nun eine Krone. Aber ich verrate dir was. Sie hat etwas wesentlich Größeres im Blick. Der Outsider ist immer ein Rätsel. Ein verdammt großes Rätsel, ja. Vielleicht wurde ich faul, achtlos und nachlässig. Alles, was ich liebe, steht auf dem Spiel. Schon wieder. Ich war 18, als ich Karnaca verlassen habe. Auf einem Schiff nach Dunwall. Es war Morgen und ich hatte die Nacht durchgetanzt. Ich war ziemlich blau und aufgeplustert wegen der Gunst des alten Herzogs und weil ich mich für den besten Fechter der Inseln hielt. Mehr als 3 Jahrzehnte lebte ich in einem Palast und wachte über meine Lieben. Eine Kaiserin starb in meinen Armen. Die 2. zog ich groß. Wer hätte gedacht, dass ich als der meistgesuchte Mann der Inseln heimkehre und die Spur eines brutalen Mörders verfolge? Was würde mein 18-jähriges Ich denken? Das ist eine gute Frage. So, wir können auch natürlich wieder, so wie das aussieht, ein Reiseprotokoll führen. Ist ja auch so sentimental, das hätte ich nicht gedacht.
ein neues Jahr. Für die meisten steht ein neues Jahr für neue Hoffnungen und Aussichten. Ich jedoch hasse die Erinnerung, die dabei hochkommt. Heute, am dritten Tag des Mondes der Erde, hätte Jasmins Geburtstag gehabt. Wir sind dann immer auf den Fluss hinausgefahren mit einer guten Flasche Sekt, um gemeinsam die Sonne aufgehen zu sehen. Ein bisschen Zeit für uns, bevor die Pflicht des Tages anstand. Warum denke ich all den Jahren immer noch daran zurück? Der Jahrestag, die schlimmste Zeit des Jahres. Diese Woche vor dem Jahrestag des Mordes an Jasmine, ich durchlebe alles aufs Neue. Wäre ich doch nur etwas eher da gewesen oder hätte ich mehr über Daud gewusst? Wäre ich doch nur etwas stärker, schneller oder klüger gewesen? Wäre, hätte. In einem Augenblick war sie noch da. Im nächsten lag sie in meinen Armen und starb. Ich konnte nichts tun. Ja, ich traure immer noch. Die ganze Welt trauert immer noch. Und so gedenken wir des Tages, an dem sie ermordet wurde mit ihrem ernsten Reden und Trompeten. Wie sehr ich doch den Monat der Ernte herbeisehne. Entehrt, es fühlt sich wie vor all diesen Jahren an. Jasmine und ich nur einen Moment zu spät. Jetzt Emily, diese Hexe Delilah. Die mächtigste Magie, die ich jemals erlebt habe. Sie riss das Zeichen des Outsiders weg und verwandelte Emily zu Stein. Ich werde einen Weg finden, das rückgängig zu machen und Delilah gemeinsam mit ihren Komplizen Herzog Abele zu vernichten. Ich werde sie dafür bezahlen lassen, was sie Emily angetan haben. Als erstes habe ich diesen linken Ramsay erledigt. Aber dank Delilah und dem Herzog glaubt das ganze Kaiserreich, ich sei der Kronmeuchler. Noch nun befinde ich mich auf einem Schiff, das fort von Dunwall und in Richtung meiner Heimat fährt. Es wirkt absurd, es aufzuschreiben. Die Kapitänin ist Megan Foster. Sie sagt, sie sei eine Freundin von Anton Sokolov, dem alten kaiserlichen Arzt. Ich habe keine Wahl. Ich muss vertrauen. Vorerst. Wir sind auf dem Weg nach Serkonos. Wenigstens habe ich jetzt Zeit zum Nachdenken. Ich brauche einen Plan, um Emily zu retten und Delilah vom Thron zu stoßen, den sie an sich gerissen hat. Das Nichts. Ich hatte schon fast vergessen, wie es im Nichts zu wandeln. Dieses schreckliche Gefühl, als ob man fällt, als ob man von allem verlassen wird, das man je gekannt hat. Und der Outsider, diese toten Augen, unendliches Schwarz. Natürlich hat er mir das gleiche Geschenk angeboten. Ich dachte mir, ich würde es ablehnen, nur um ihn wissen zu lassen, dass ich bei seinen Spielchen nicht mitmache. Aber dann dachte ich an die von Delilahs Magie gefangene Emily. Also nahm ich es an. Ich brauche alles, was ich gegen den Herzog und Delilah einsetzen kann. Alles, um sie zu bezwingen und meine Tochter zu retten. Wenn dieses Geschenk einen Preis hat, ist er hoffentlich nicht so hoch. Und was wird sein anderes Geschenk mich kosten? Jasmines geliebte Stimme, gefangen in demselben eigenartigen Apparat, der mir vor 15 Jahren Gesellschaft leistete. Ich habe versucht, es zu vergessen, aber es tut gut, wieder mit ihr reden zu können. Und doch ist sie nicht mehr ganz der Mensch, den ich gekannt habe. Endlich sind wir in Karnaca eingetroffen. Ich habe die Stadt seit Jahren nicht mehr gesehen. Niemand wartet auf mich, weder die Bewohner noch der Herzog. Ja! Wissenswertes... Boah, das haben wir schon gelesen. Audiobiografie. Wir können natürlich ziemlich viel Zeug, Karten sammeln und Bücher und schieß mich tot. Ich habe es im ersten Teil schon ziemlich viel gemacht. Vielleicht war ich im ersten Teil auch ein bisschen zu voreilig. Aber jetzt schauen wir erstmal, was Megan so zu berichten hat. Oh. Sehr schön. Erstmal noch zwei Artefakte. Kräfte durch Runen erwerben. Ja, bla bla. Knochenhaft. Was ist denn hier los jetzt? Ach, da... Corvo sieht sehr gut aus mit dem Bart. Günstig ist nichts. Manchmal verbraucht übernatürlicher Kräfte kein Mana. Du lernst ein Glück. Geringe Chancen, dass Kugel bis eins mehr halten. Ja, ist gut. Wie gesagt, wir können das gleich wie vorher auch machen. Wir können auch Knochenartefakte selbstständig zusammenstellen. Mit einem gewissen Preis. Ah, es ist kein Palast, aber mehr Münzen konnte ich nicht zusammenkratzen. Anton und ich mussten wenig Geld auskommen und das gilt nun auch für sie. Wenn es nicht unter ihrer Würde ist, sollten sie alle Wertsachen einsammeln, die sie finden. Wir brauchen Munition, Ressourcen, um die Drahtzieher des Staatsreichs zu Fall zu bringen. In der ganzen Stadt sind Schwarzmärkte versteckt, bla bla bla. Ja, die brauche ich auf jeden Fall, die Schwarzmärkte. Also erstmal mir noch eine kleine Coke einschenken, bevor es hier gleich mal weitergeht. Moment mal, ich habe da gerade eine optionale Mission gelesen.
Finde den Schwarzhändler. Okay. 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 Muss verflucht sein. Der alte Sack. Was für ein Dreck. Zurück in die Stadt. Wie hätten wir es damals gemacht? Schatten und scharfes Metall ganz genau. Bisschen eine andere Waffe. In dieser harten Welt bist du allein. Bis auf wenige. Da ist eine Rune. Sieht nicht so aus, als würden wir dick an die Rune rankommen, irgendwie. Seltsam. Jetzt schauen wir erstmal, was Megan zu berichten hat. Sie sind. Na gut, manches haben Sie erklärt. Doch was wollten Sie und Sokolov hier? Der Alte liebt Kanaka. Aber er bekam Wind von einer Intrige um den Kronenmeuchler. Er wollte sie warnen. Wir hörten von wachsendem Unfrieden. Korruption, Straßengewalt. Sowas passiert nun mal und normalerweise kümmert sich die Obrigkeit darum. Der neue Herzog ließ die Dinge schleifen. Aber Sokolov hielt ihn für den Kopf der Intrige. Er war schockiert. Und wenn Sie seine Geschichte kennen, dann wissen Sie, was das heißt. Wir wollten sofort nach Dunwall, aber es ist was passiert. Der Kronenmeuchler. Ja, die Luke klappte auf und Sokolov schrie. Ich habe nur kurz etwas gesehen, das ihn übers Deck gezerrt hat. Ich bin ihnen nach, soweit es ging, zum Adamaier-Institut. Von der Alchemistin Hypatia. Vielleicht benutzt der Herzog einen Patienten, den Kronenmeuchler. Adamaier war vor Jahren in Solarium. Ich gehe rein und beseitige den Kronenmeuchler. Vielleicht hilft mir die Alchemistin ja. Vielleicht auch nicht. Sei es drum, ich versuche mehr über Sokolov zu erfahren. Ich würde ja Glück wünschen, aber mein Glück wollen Sie nicht. Wenn Sie im Institut fertig sind, erledigen Sie den Wachturm. Dann kann ich mit dem Beiboot kommen. Roger, Roger. Wir nehmen das Beiboot, wenn Sie bereit sind. Mortimer Ramsay. Titelhungriger Sohn titeltragender Eltern. Der Staatsstreich setzt auf eine Ratte wie Sie. Bevor ich Sarkonis verlasse, statte ich Abela einen Besuch ab und lasse ihn für all das bezahlen. Das Adamaier-Institut gibt es schon lange. Zu meiner Zeit arbeitete Hypatia aber noch nicht dort. Kronmeuchler schlägt wieder zu. Mhm. Sokolov schien auf ewig jung. Bis jetzt. Er ist schon sehr stark gealtert. Diesen Wachturm ist das Adamaier-Institut nur über die Bahnstation erreichbar. Sokolov Steel. Das ist Delilah. Ich bin mal gespannt, was der Sokolov noch so zu erzählen hat. So, das war doch die Werkstatt von ihm. Und da geht's gleich nochmal weiter. Oh, da hat er noch was. Genau. Liebste Emily, oder sollte ich sagen, Eure Kaiserliche Majestät? Es gibt etwas, das Sie und Corvus so bald wie möglich erfahren sollten. Ich vermisse den alten Sokolov und seine Reiseberichte. Er war sogar ein Pandissier. Als ich Crystal vor Jahren verließ, schwor ich, mich nie wieder mit politischen Dingen zu befassen. Ich hatte Schlechtes getan, ich bin hier, aber auch Gutes. Und doch nicht hier, wenn du mich verlässt. Aber hier in Karnaka habe ich eine furchtbare Verschwörung gegen sie aufgedeckt. Ist gut. Das haben wir, glaube ich, schon mal gehört. Sokolovs Notiz Blutfliegen. Was ich mir auf jeden Fall durchlesen muss, wenn diese mechanischen Krieger leider kommen.
weil ich habe keine Ahnung, wie man die platt machen konnte. Das war halt ein bisschen wischiwaschi hier. Jetzt gehen wir erstmal raus. Oder beziehungsweise wir können noch was Weiteres nachgucken. Ah, das ist meine Bude. Die Megan, die tut ja auch immer einen Bericht vollführen oder ausführen. Den können wir oben anhören. Immer mal wieder. Buchführung der Dreadful Vale. Sechstes Lieder aus... Rechnung. Dieses Bild, ey. So geil. Dunwall ist so weit weg. Ich bin bald zurück, Emily. Versprochen. Also die können noch so viel Geschichte machen in dem Spiel. Da ist Crystal, da unten ist Dunwall, da ist die Insel Morley, Tyvia. Also wenig ist es auf jeden Fall nicht. Aber ich will diese beknackte Rune haben. Die ist unter Wasser. Dann lasst mal schwimmen. Was? Bitte? Das Schreien kam ein bisschen zu spät. Irgendwie. Die Aussicht ist wieder mal sehr herrlich. Sehr, sehr herrlich. So, aber das war's dann auch schon mit dieser Folge. In der nächsten Folge geht's dann direkt weiter. Und zwar versuchen wir in das Eddermeier-Institut wieder reinzukommen. Und zwar eben ohne Leute umzubringen oder entdeckt zu werden. Schaltet dann wieder ein. Freut euch drauf. Gebt mir ein Like für das Video, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann.